Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum 7. Teil meiner Worlds of Wonder Reihe. Ich hoffe, euch geht es richtig gut. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut heute, weil seit langer, langer Zeit endlich mal wieder den ganzen Tag die Sonne scheint. Und ich war vorhin schon eine gute Stunde draußen, einfach um ein bisschen Vitamin D zu tanken und bin jetzt voller Energie und voller Lust, euch den nächsten Teil der Worlds of Wonder Reihe zu zeigen und das mit euch zu malen. Und ich bin sogar so motiviert, dass ich sogar Lust habe, daraus ein Erklärbär-Video zu machen. Also ich werde ein bisschen was zu erzählen, während ich das kleine Bildchen, das da ist, dieses hier, während ich das koloriere. Genau. Ich habe hier schon mal mir ein paar Stifte rausgesucht, beziehungsweise hatte ich diese Stifte hier noch liegen und dieses ganze Material, weil ich diese Stifte, die Derwent Inktens, mit denen werden wir das heute machen, gerade in meiner letzten Ausmalarbeit verwendet habe. Und vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe es auf Instagram gepostet und auch hier in den Beiträgen. Ich habe ein Bild in The Magical City ausgemalt von Lizzie Mary Cullen und bin echt zufrieden mit dem Ergebnis und total glücklich und auch mit den Farbkombis. Und überhaupt verliebe ich mich jedes Mal mehr, wenn ich die Derwent Inktens verwende oder überhaupt Aquarellmedien. Und von daher dachte ich mir, ach, naja, wenn du hier die Stifte eh schon gerade rumliegen hast, dann kannst du sie auch gleich nochmal benutzen. Genau, ich hatte mir für unser heutiges kleines Mini-Projekt überlegt, Sonne, ich liebe Sonne. Diese Arbeit, die hat mir tatsächlich auch über die letzten grauen Tage echt hinweggeholfen, so ein bisschen zumindest, dass ich ein bisschen Gelb und fröhliche Farben auf dem Papier hatte. Und ich dachte mir, irgendwie so Gelb würde ich ja auch gerne nochmal verwenden. Hatten wir jetzt in der Ausprägung auch noch nicht in dieser Patchwork-Arbeit. Vielleicht übernehmen wir hier so ein bisschen das Gelb für den Hintergrund, hatte ich mir überlegt. Die Blümchen selber, da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Wahrscheinlich werden wir da eventuell gehen wir hier auf dieses rötlich-gelbe, wo wir dann auch das Gelb wieder ein bisschen aufnehmen. Oder aber wir machen halt einen krassen Kontrast wieder mit lila, pink. Allerdings hatten wir pink jetzt auch schon da oben. Na, mal sehen. Vielleicht nehme ich dann mal diese Farbkombi. So in etwa ungefähr zumindest. Es ist ja alles super, super mini klein hier. Von daher habe ich da jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten, rumzuspielen und rumzuexperimentieren und Farbverläufe zu kreieren. Aber wir machen das Beste draus. Und ich muss tatsächlich sagen, und vielleicht freut euch das, ich finde an diesen Tutorials und überhaupt an Videos drehen immer mehr Freude dran, auch weil ich wahrscheinlich immer mehr Übung bekomme, so dass wir dann vielleicht, auch wenn wir dieses Projekt abgeschlossen haben, und ihr habt mir ja im Laufe der Zeit schon diverse Wünsche mal mit auf den Weg gegeben, dass ich mich dann auch mal an andere Projekte vor der Kamera wage. Okay, guti. Was ich auf jeden Fall verwenden möchte für die Blätterchen, ist dieser Grünton hier, oder dieser Grünton-Kombi-Mix, da ist auch wieder ein bisschen Gelb mit drin. Zeige ich euch nachher, welche Stifte das konkret sind. Aber ich mag dieses frische, frühlingshafte Grün, genau. Okay, ich würde sagen, ich habe genug Intro gemacht und würde euch jetzt einfach mal hier runterstellen. So, den Zoom rausnehmen. Und dann starten wir einfach mal. So. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier mal einen kleinen Bouquet Background versuchen. Genau, und zwar
habe ich mir da was überlegt, beziehungsweise habe ich das vor Ewigkeiten, also wirklich vor vielen, vielen Ewigkeiten, mal auf einem anderen YouTube-Channel gesehen. Leider Gottes weiß ich nicht mehr wo. Aber ich fand das irgendwie so hilfreich und so einen tollen Tipp, weil das so einfach ist einfach auch. Wenn man jetzt zum Beispiel, man kann natürlich auch eine Kreisschablone nehmen, habe ich auch schon verwendet, aber wenn man sich sogar diesen Aufwand sparen möchte und natürlich, und man läuft bei der Variante, die ich heute zeige, auch nicht Gefahr, nicht allzu große Gefahr, in die Kreise reinzumalen, ich finde es richtig cool, will euch das mal zeigen. Und zwar gibt es hier so, für ganz keine Ahnung, wie viel die gekostet haben, ich habe die hier auch schon ewig rumliegen, das sind Cent-Artikel, gibt es so Klebepunkte. Die sind eigentlich für Flipcharts gedacht, ne? Also, dass man da irgendwie so halt anbebt an bestimmten Punkten. Aber die eignen sich auch sehr gut, um sie hier aufzukleben. Wichtig, aber an dieser Stelle, es gibt wieder ablösbare Klebepunkte und es gibt halt Klebepunkte, die bleiben dann auch dort. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ich würde mal gucken, ob ich einen Link zu diesen Klebepunkten finde noch. Und dann schicke ich euch das in die Beschreibung, weil diese Punkte sind auf jeden Fall wieder ablösbar. Genau. So, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal und ich klebe hier einfach feuchtfröhlich drauf los. Können ja hier unten ruhig auch ein bisschen enger aufeinander sitzen. Dann haben wir wieder so ein Vignetten-Effekt quasi. Und dann nehme ich einfach auch noch mal ein, zwei größere Punkte. So, ich werde vielleicht auch nicht direkt gleich alle ablösen, wenn ich sie nachher ablöse, vielleicht erstmal die, die oben aufliegen. Na, mal sehen. So, dass wir nachher noch Abstufungen in den Farben reinbekommen. Okay, gut. Ich hatte ja gesagt, ich würde gerne so einen frischen, wunderschönen, warmen Gelbton hier verwenden. Und wisst ihr, ich habe mich wirklich in diese Farbe von der Wind Intense auch total verliebt. Das ist Mustard. Und der Mustard, der sieht jetzt sehr braun aus, fast schon ein bisschen ockerig oder so ein bisschen Terrakotta, wie es hier der Fall ist. Aber wenn man den vermalt und ausmalt, wird der halt immer heller und ist irgendwie eine sehr, sehr coole Farbe. So, und dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch Sizilian Yellow mitverwenden und eventuell hauen wir auch noch ein bisschen Cadmium Yellow mit rein. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Genau. Okay, ich fange mal mit dem Mustard an. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich würde so ein bisschen versuchen, das so Vintage-like zu machen. Und fange von daher hier in den äußersten Ecken an. Der Mustard ist ja auch mein dunkelster Ton gerade jetzt von diesem Gelb. Kann ruhig ein bisschen mit Schmackes aufgedrückt werden. Und dann dort, wo die anderen Farben nachher sich mit verblenden sollen, ein bisschen leichter werden. Genau. So. So,
Sehr schön. So allmählich. Ich arbeite an diesem Projekt ja auch schon ein paar Tage länger tatsächlich. Ein paar Monate. Und ich merke, dass meine Bleistiftlinien sich so allmählich hier verabschieden. Übrigens werde ich euch dazu auch dann bei Gelegenheit nochmal ein Video machen, wie ich diese Linien hier drauf gezaubert habe. An sich ist es gar nicht so schwierig. Und sie sind ja auch nicht so super akkurat und gleichmäßig geworden, meine Felder. Aber ich habe dennoch eine Anfrage dazu bekommen und klar möchte ich euch das Wissen dann zu gegebener Zeit auch weitergeben. Also das steht ganz außer Frage, dass wir das machen. Genau. Okay. So, jetzt gehe ich hier noch mal so ein bisschen in diese Ecke rein. Die Ecken schön kräftig mit Farbe. Bespaßen die Ränder. So, zack, zack, zack. Und zur Mitte hin aber leichter auslaufen lassen. Okay, diese Ecke noch. Genau, und als Tipp kann ich euch mitgeben, das ist jetzt das Cadmiumgelb. Genauer ihr beim oder je sorgfältiger ihr schon beim Aufmalen agiert, man muss jetzt bei Aquarellfarben oder auch bei diesen Tintestiften nicht so wahnsinnig super akkurat sein, aber wenn ihr auch hier so ein bisschen darauf achtet, dass sich die Farben, die sich hintereinander im Nachgang miteinander vermischen sollen, auch hier schon berühren, habt ihr es beim Vermalen mit dem Wasser nachher deutlich leichter. Genau, und hier mit diesem Gelb, weil das ein sehr kräftiges Gelb ist, wenn man es nachher ausmalt, anmalt mit Wasser, also das ist wirklich super intensiv. Da verwende ich jetzt weniger Druck, als ich es eben bei dem Mustard gemacht habe. Genau. Und ihr seht ja, ich habe mit dem dunkelsten Ton angefangen. Und was ich immer gut finde, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier überall so hinkriege, ich mag das immer gerne mit dem Wassertankpinsel, das zeige ich euch dann auch, die Pigmente vor mich herzuschieben und sozusagen es in die nicht kolorierten, noch nicht kolorierten Flächen reinlaufen zu lassen. Genau. Das finde ich. Ach so, ich habe jetzt gewechselt zu Sizilien Yellow. Da gebe ich jetzt hier nochmal den Rest mit auf den Weg. So, gar nicht mal so viel Farbe mehr. So. Und dann schauen wir gleich mal, was dabei Schönes rausgekommen ist, wenn wir das vermalt haben. Genau. Und ich lasse bewusst hier auch so ein paar bei Flächen weiß, unankoloriert. Einfach, damit wir da nachher die Farbe reinschieben können, wenn wir es mit Wasser aquarellieren. Und zwar genau jetzt. So, und ich bin ja ein totaler Fan von diesen Wassertankpinseln von Derwent Inktense. Das sind für, ich habe diverse ausprobiert. Das sind die, mit denen ich am besten zurande komme. Ich habe daraus schon, weiß ich jetzt nicht, das dritte oder vierte Mal nachgekauft, weil ich sie doch mittlerweile sehr häufig nutze. Genau, ich habe jetzt hier mir ein Küchenrollen, Küchenpapier hingelegt. Da lasse ich einmal ein bisschen Wasser aufs Papier, um zu gucken, dass ich jetzt auch die Pinselspitze feucht habe. Und dann starte ich auch schon mit dem Einfärben des Hintergrundes.
So, und genau so wie ich das auch, oder fast genauso wie ich das auch mit Buntstiften mache, gehe ich ja auch hier in kreisenden Bewegung vor und vermale die Farben miteinander. Die Derwent Inktens neigen ja dazu, super schnell zu trocknen. Also auch das hängt auch so ein bisschen vom Papier ab tatsächlich. Aber hier trocknen sie äußerst schnell. Das heißt, je nachdem, welchen Effekt man erzielen möchte, entweder flinkes Arbeiten. Oder aber, was ich auch dann sehr hilfreich finde, ist einfach eine Sekunde warten, bis es halt angetrocknet ist. Und manchmal erwische ich am Rand nicht alle Pigmente. Und dann kann ich die einfach nochmal aufnehmen und nochmal mit vermalen. Also mit wieder auf das auftragen, auf das, was ich schon gemalt habe. Genau. So. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, sich jederzeit wieder neue Pigmente aufs Papier zu bringen oder sie auch mal einfach von der Spitze des Stiftes abzunehmen, was ich jetzt hier zum Beispiel auch machen werde, um den Übergang ein bisschen zu glätten, sage ich jetzt mal. Da war schon ein bisschen zu viel Wasser für das Papier. Da ist es jetzt schon so einen kleinen Ticken aufgeraut, aber es ist nicht schlimm. Im Zweifel gehe ich da auch einfach nochmal mit einem trockenen Stift drüber. Das mache ich nämlich tatsächlich auch sehr häufig, insbesondere nicht unbedingt bei Hintergründen, aber insbesondere auch beim Kolorieren kleiner Flächen. Dann geht zwar der Aquarelleffekt so ein bisschen verloren, aber ich weiß nicht, ich mag das halt gerne, wenn das so ein bisschen intensiv halt einfach auch ist. Genau. So. Okay. Das ist doch schon mal ganz fein. Ich würde vorschlagen, beziehungsweise denke ich, dass es sinnvoll ist, wenn ich jetzt diese Schicht erstmal trocknen lasse. Genau, wir können uns ja in der Zwischenzeit schon mal mit dem Innenleben dieser kleinen Blümchen beschäftigen und dann kommen wir gleich zum Hintergrund zurück. Genau, und für die kleinen Stempel von den Blümchen habe ich mir überlegt, dass ich die ein bisschen bräunlich machen werde. Ein bisschen mit den Sepia-Ink habe ich hier. Und ich werde auch noch mal gelb oder grün. Na, ich mache erstmal den Stempelchen hier. Und da bin ich jetzt vorsichtig, weil es wirklich Mini-Flächen sind. Und ich das eigentlich nur ganz ein bisschen braun haben möchte. So als Schattierung sozusagen. Ja, wir können jederzeit nachbessern. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und wenn wir uns mal nicht so sicher sind, wie gesagt, dann einfach ein bisschen weniger Farbe nehmen, sich langsam vortasten und dann, wenn es sicher ist, dass es so sein soll, dann kann man da richtig schön nochmal entweder nochmal nass machen oder einfach trocken drauf lassen. Das ist nämlich auch ein super cooler Effekt und welchen ich auch super zu schätzen gelernt habe auch. Wenn ich nutze auch die Derwent Inktens oder Aquarellmedien als
wie soll ich sagen, als Grundierung und dann die Buntstifte obendrauf. Aber ich nutze mittlerweile auch gerne sowohl die Derwent Inktanz als auch andere Aquarellstifte als Grundierung und on top drauf. Weil, wenn ich dann nämlich merke, okay, hier an der einen oder anderen Stelle würde ich mir das noch ein bisschen intensiver oder mir fällt das Verblenden da etwas schwieriger an der einen oder anderen Stelle, dann kann ich einfach das nochmal anlösen und nochmal wieder ein bisschen vermalen. Ist mit ein bisschen Vorsicht und Fingerspitzengefühl, aber geht. Ist eine coole Geschichte eigentlich. So, und ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte es gelblich machen. Hier den Stempel so ein bisschen bräunlich-gelblich machen. So. Zack. Und seht ihr auch da, lasse ich die Mitte ein bisschen aus. Weil der Stempel halt so ein bisschen aussieht, oder so stelle ich mir das vor, der ist ja so ein bisschen rund, der ist ja nicht platt. Und dann kann man den so ein ganz klein bisschen das Gefühl geben, dass er halt rausguckt aus der ganzen Blütenpracht. Genau, okay. Das vermalen wir erstmal, weil es eine Minifläche ist. Nehme ich jetzt lieber meinen Derwent Inktanz Watercolor Brush Pen Größe 1. Das eben war für den Hintergrund Größe 2. Und ich stelle gerade fest, das ist doch ganz schön weit weg. Ich zoome euch noch mal ein bisschen dichter dran. So, und hier, auch hier beginne ich wieder vom dunkelsten Ton und mal den in die Mitte rein. So. So, und ich streife halt, das seht ihr jetzt nicht, streife halt immer mal so zwischen den Flächen die Farbe aufs Papier ab. So, okay, sehr schön. Das kann jetzt auch erstmal noch ein Sekündchen trocknen. Und dann würde ich mich hier nochmal um den Hintergrund kümmern. Genau, das ist wieder der Zweier und mein Mustard. Die Schadstelle ein bisschen ausgeglichen. Und ich nehme noch mal das Cadmiumgelb. Gar nicht schlimm, wenn ihr auf die Punkte drauf malt, dafür sind sie ja da, um halt als Begrenzung zu dienen. So, sehr schön, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir überall Farbe. Lassen wir wieder trocknen. Okay. Gut, gut, gut. So, so weit, so fein. So, jetzt gucke ich mir die Stempelchen hier nochmal an. Da wäre ich jetzt so weit, dass ich die quasi fertigstellen würde. Gehe hier noch mal mit dem Sepia Ink rein. So, ganz leicht. Und jetzt nehme ich noch das mal das Sizilien Yellow. Und auch hierhin. Jetzt zum
äußeren Rand ein bisschen mehr Druck, zur Mitte hin etwas weniger Druck. Und abschließend, bevor es dann nachher wirklich zu den Highlights geht, beziehungsweise weiß ich noch gar nicht, ob es jetzt abschließend ist oder ich mich gleich doch noch wieder dafür entscheide, eine weitere Schicht noch vorzunehmen, das ist bei mir immer so ein bisschen individuell und nach Bauchgefühl, habe ich hier einmal, der ist jetzt schon etwas klein und kurz, ich habe hier den Museums-Aquarell von Karan D'Arche White. Und der ist das, was früher mein Podichromus Ivory war. Ich liebe diesen Stift so unfassbar. Und zwar in den allermeisten Fällen trocken. Weil er einfach so unfassbar genial verblendet und auch mal etwas zu dunkel geratene Stellen wieder aufhellen lässt. Also ich liebe diesen Stift einfach. Deswegen ist er auch schon so kurz. Und das Beste ist, man muss sich dafür nicht eine ganze Packung Museumsaquarell kaufen. Man kann ihn auch einzeln erstehen. Genau. Zum Anspitzen benutze ich wie immer hier so einen ganz stinknormalen Faber-Castell-Metallanspitzer. Damit komme ich persönlich immer am besten zurecht. Genau. So, weiter geht's. Ich verblende die Mitte hier und da beginne ich jetzt von der hellsten Stelle und verblende sie vom hellsten zum dunkelsten. So, und ich stelle schon fest, ja, die Farben, die sind jetzt gut miteinander vermixt. Aber mir ist tatsächlich der Kontrast noch nicht stark genug. Ich bin ja sehr, sehr, sehr kontrastverliebt. Das ist auch der Grund, warum ich halt immer irgendwie 1000 Jahre für alles brauche, weil ich liebe es einfach, diese Flächen so ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, zu modellieren einfach, ne? So ein bisschen sie zu formen. Genau, und das so Stück für Stück herauszuarbeiten. Und ich liebe einfach diesen Prozess. Also es gibt für mich fast nichts Schöneres. Ich sag mal lieber nicht, mir fällt jetzt nichts Schöneres ein, aber falls es das doch gibt, man soll ja niemals nie sagen, nicht? Genau, okay, gut. Ich würde vorschlagen, beziehungsweise ich würde vorschlagen, ist auch gut, als wenn jetzt irgendjemand sagen könnte, macht das nicht so. Ich nehme hier einfach mal schon ein paar Punkte ab. Zumindest die sich hier irgendwo aufeinander aufgelappt haben. Ja, guckt mal, das sieht doch fein aus. Das sieht doch aus, als wenn das geklappt hätte, was wir uns so vorgestellt haben. Schön, schön. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt alle schon abmache oder ob wir hier erstmal noch eine ich nehme hier noch mal das Sizilien Yellow. Ich mache es nur leicht, ganz leicht. Ganz leichten Fleck da rein. Einfach. Weiter abheben, nehme ich jetzt nochmal das K.
Cadmiumgelb. Genau, okay. Gut. Ja, es ist jetzt eigentlich schon wieder fast zu doll. Aber gut. Lassen wir es so. Und da in der Mitte, der kann gern so bleiben. Hier werde ich jetzt mal einmal den Museumsaquarell nehmen und vielleicht kommt es mir zugute, dass es hier noch ein bisschen feucht ist. Dann kann ich hier, ja, direkt nochmal das ein bisschen abmildern. Ja. So schön. So ist das fein. Gut. So weit, so gut. Ich überlege gerade, ob es cool kommt, wenn ich hier einfach noch eine Schicht drauf mache. Oder aber, wenn wir die gar nicht vermalen. Mit Wasser, sondern sie einfach stehen lassen. So. Dann muss ich aufpassen, dass mir das jetzt doch nicht zu ockerig wird. Das ist jetzt nochmal das Sizilien Yellow. Das ist so ein ganz leichter, wenn er nicht vermalt ist, orangener Ton. Vorsichtig, da ist ja schon mal ein Kreis, genau. So. Und ich poppe das Ganze nochmal auf, indem ich nochmal ganz leicht mit dem Cadmium Yellow hier rüber gehe. Jetzt aber tatsächlich wirklich mit wenig Druck. Weil der ist nämlich vermalt und auch trocken, äußerst intensiv. Ganz leicht hier zur Mitte hin. Das verblende ich gleich. So, ich wechsle zum Museumsaquarell und möchte jetzt hier nochmal die Übergänge so ein bisschen glätten einfach. Und weil ich nicht möchte, dass alle Farbverläufe hier schon super intensiv aufgehellt werden, wieder gehe ich hier nur so nach Gefühl von der Mitte wieder in die Umgebungsfarben rein.
So, ja, sehr schön. Ich knibbel jetzt mal die restlichen Punkte hier ab. Einen Moment. Das geht doch auch cleverer. Und zwar habe ich doch auch hier so ein kleines Bastelmesser. Damit kann ich das doch viel einfacher abmachen, hoffe ich, ohne ins Papier zu schneiden. Ja. Oh. Und damit diese weißen Punkte jetzt nicht so extrem hier raus scheinen, ich habe ja gerade trocken gemalt mit den Derwent Inktens. Ich würde jetzt ich lasse jetzt einfach mal drauf ankommen und vermale die Farben hier einfach nochmal in die Kreise rein. Das Schöne ist ja, dass mit den Derwent Inktens so gut geht. So, ich mache den Stift noch mal, den Pinsel noch mal ein bisschen feucht. So, guck mal, das ist doch ein richtig cooler Effekt. Der nimmt das die Farben von außen auf, aber eben nicht so super intensiv. Das ist doch gut. Das lasse ich jetzt noch mal ein Sekündchen trocknen. Dann machen wir uns jetzt noch mal direkt an die kleinen Blütenblätterchen hier. Wie gesagt, ich hatte jetzt ja überlegt, die auch so ein bisschen rot-gelb zu machen, wobei ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen bin, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Gelb hier in dem Papier. Ich nehme mal Red Violet und Crimson. Crimson? Ja, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Ich spitze die auch beide mal einmal an. So, Red Violet. Nein, das ist der falsche. Den wollte ich. Red Violet. Und da nehme ich dann die Stellen, wo sie an den Stempel angrenzen, wo vermutlich die größten Schatten sind. Da male ich jetzt mal mit dem dunkelsten Ton, das ist Red Violet, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Das mache ich jetzt mal hier so überall. Thank you.
Und dann nehme ich das Crimson. Das ist ja mehr ein rötlicher Ton. Gehe da nochmal über das Rot-Violett drüber. Aber wie ihr sehen könnt, auch nicht bis ganz an den Rand ran. Ich lasse mir da immer so ein bisschen Fläche, so ein bisschen Bauchgefühle und abschätzen, ob das reicht, um da das heller auslaufen zu lassen. Das sehen wir dann gleich. Ist aber auch nicht so schlimm, wie wenn nicht, weil wir haben ja unseren Museumsaquarell, der das sonst im Zweifel ein bisschen aufhält. Und wir arbeiten ja nachher auch noch mit Highlights. Und dann wird das bestimmt eine ganz runde Sache. So, und hier male ich jetzt nur in die Ecken, hier in diese angrenzenden Ecken ein bisschen Farbe rein, so. Ich nehme wieder den kleinen Devent Intense Waterbrush Größe 1. Oh, da ist sehr viel Wasser. Und vermale das von dunkel nach hell. Das ist doch ein ganz schnuckeliger Ton, würde ich sagen. Das Schöne ist, wenn man mit Aquarellfarben malt oder mit den Derwent Inktans, dass die halt das Papier so ein bisschen, wenn es zum Beispiel ein sehr super glattes Papier ist, auch so ein Stück weit aufrauen, sodass die Pigmente einfach leichter auf dem Papier aufzutragen sind. So, sehr schön. Gefällt mir gut. Ich nehme jetzt den Aquarell, Museumsaquarell White, und würde jetzt hier noch mal so ein bisschen an den Hintergrundflächen arbeiten, sprich die Lichtpunkte so ein bisschen auch zum angrenzenden Bereich aufweichen. Einfach indem ich da nochmal so vorsichtig drüber gehe, über den Rand, aber auch über die Fläche selber. Haben wir da nicht so einen ganz so einen krassen, wie soll ich sagen, so Lichtpunkt reingestempelt in den Hintergrund. Hat sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch was. Aber ich mag das ein bisschen geschmeidig lieber. Die Technik mit diesen Punkten kann man eigentlich auch sehr gut anwenden, wenn man jetzt zum Beispiel, manchmal gibt es doch so kleine Pünktchen, Lichtpünktchen, die schon von dem Illustrator angezeichnet werden. Ne? Und da werde ich jetzt auch mal, wenn mir das nächste Mal sowas über den Weg kommt, dann einfach da Lichtpunkte draufsetzen und dann weiß ich, dass es da zumindest schon mal sehr hell bleibt. Egal, welche Umgebungsfarbe man dann hat. Kann auch nur helfen. Manchmal ist es ja schwierig, wenn man so einen blauen Hintergrund hat,
dass man da dann irgendwie nicht ins Grünliche kommt, wenn man gelbe Lichtpunkte hat. Das könnte dann auch nochmal sehr gut unterstützen und helfen. Also, dass man sich da einfach nochmal so ein bisschen Platz schafft, um Farbverläufe zu kreieren. Jetzt bekommen wir vielleicht gleich Besuch. Mein Pelli ist auf meinen Tisch gesprungen. Ich habe schon ein bisschen drauf gewartet. Hallo Pelli. Wenn es geht, schmeiß heute mal nicht die Kamera um. Ich nehme mir jetzt schon mal meinen Sakura. Nee, den nehmen wir noch nicht. Wir machen erst die Blättchen fertig. Erst die Blättchen. Und da wollte ich ja dieses wunderschöne, saftige Grün kreieren. Und zwar habe ich dafür den Beach Green verwendet. Der ist ziemlich cool. Und auch den Sicilian Yellow. Und Indian Ink, das ist so ein gräulich brauner Ton, den habe ich auch genutzt, allerdings tatsächlich nur im Trockenen, um nachher die Schatten zu intensivieren. So, und ihr seht wieder da, wo die Blätterchen sich berühren, so ungefähr setze ich da den Ton. Die Farbquelle, sag ich jetzt mal so. Genau, und weil diese Blätterchen hier ein bisschen größer sind, nehme ich auch noch mal den Light Olive mit dazu. Aber meine Hauptaugenmerk bleibt auf dem Beach Green. Jetzt nur noch mal, um so ein bisschen eine andere Farbnuance zu setzen. All die, weil die Blätter ja hier auch gezackt sind und die anderen sind rund. Genau, den Olivgrün haue ich hier gleich noch mal rein, den leichten, ganz leicht. Hab wieder zu Beachgrün gewechselt. Und ich nehme nochmal das Sicilian Yellow, um hier so ein ganz klein bisschen das nochmal so ein bisschen gelb auslaufen zu lassen. So, haben wir die Farbe auf den Hintergrund auch nochmal mit wieder einfließen lassen. Dann gibt das eine ganz stimmige, runde Sache, würde ich sagen. Thank you.
Jetzt nehme ich aber meinen Sakura Jelly Roll und übermale quasi fast alle, bis alle Outlines. Genau. Okay. So, und hier setze ich auch direkt schon die paar Highlights rein. Gut, dass in der Mitte ein paar mehr Punkte sind, sonst wirkt das auch gleich noch mal ein bisschen plastischer. So, nicht schlimm, wenn man ein bisschen nicht hundertprozentig den Rand trifft. Man kann über diesen Stift drüber malen. Wenn er denn getrocknet ist. Das klappt ganz gut. Manchmal, wenn der Stift nicht mehr so richtig malt, dann male ich mir einfach so ein bisschen auf den Finger, um ihn wieder in Gang zu kriegen. Das funktioniert auch mit diesen Stiften sehr gut. Die Outlines sind fertig und jetzt geht daran, nochmal die Schatten ein bisschen auszuarbeiten und das noch ein bisschen zu harmonisieren. So, genau. Die Stempel, die würde ich jetzt tatsächlich nach wie vor so lassen. Da mache ich jetzt nichts weiter. Und jetzt nehme ich nochmal eine neue Farbe und zwar wo ist sie denn? Mauve. Das ist ein lila Ton. Und den spitze ich mir jetzt auch nochmal an. Damit will ich nochmal ganz intensiv die Blüten, die Schattierung der kleinen Mini-Blütchen hier rausholen. Dann wechsle ich zu unserem Red Violet. Und das Crimson Red darf auch nicht fehlen. Damit gehe ich auch nochmal über alles rüber. Auch noch mal leicht, nicht hundertprozentig, aber schon ziemlich dicht dran an den Rand.
Und der Museums Aquarell White, der das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen miteinander verheiraten darf, die Outlines und die Fläche selbst. Sehr schön. Dann nehme ich nochmal Crimson Red. Also das ist wirklich totale Gefühls- und Geschmackssache, wie oft man sich das hier gibt. Ne, das muss man nicht so oft machen. Ich bin sowieso kein Freund von, das muss man so machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss man machen. Also das ist ganz individuell. Das ist nur so, wie ich es mache und wie es sich für mich gut anfühlt. Und genau. Okay, dann mache ich jetzt nochmal die Blättchen. Und da habe ich ja gesagt, nehme ich den. Nee, das ist der schwarze, den wollte ich nicht. Den Indian Ink. Und da gehe ich dann auch nochmal hier in die kleinsten Eckchen rein. Und ja, das ist auch eine sehr, sehr, sehr intensive Farbe. Die hatte ich auch bei meinem letzten Bild. Da habe ich die viel in den, ins Schloss einfließen lassen. Habe ich die auch ein bisschen unterschätzt. Dachte ich nicht, dass das Schlösschen so dunkel wird. So, okay. Beach Green. Also ich bin ja eh immer, also meine Motto ist immer, alles darf, alles kann, nichts muss. Also gerade hier bei unserem Hobby, macht es einfach so, wie ihr da lustig seid, wie euch das Freude macht, und dann ist alles richtig, dann ist alles gut. Wenn ihr euch natürlich hiervon ein bisschen inspirieren lasst oder euch das ein bisschen inspiriert, dann freue ich mich da natürlich total drüber, wisst ihr ja. Und ich gebe da auch super, super gerne Hilfestellung. Also das ist mir echt ein Fest. Aber ich würde nie sagen, so, genau so müsst ihr es machen. Und dann ist es perfekt. Weil sich das bei mir halt auch ständig ändert, ne? Also ich lerne selber mit jedem Bild dazu. Und deswegen bin ich auch gar nicht mehr. Früher dachte ich immer, boah, ich muss unbedingt meinen eigenen Stil finden. Ne, es muss mein Stil, mein sein. Nee, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so von überzeugt. Ich denke tatsächlich eher, dass ich mich ja auch ständig weiterentwickle. Und warum sollen das denn meine Bilder nicht auch dürfen? Ne? Oder warum? Manchmal hat man ja auch bestimmte Phasen im Leben, wo man irgendwie auf bestimmte Dinge mehr Wert legt oder weniger Wert legt. Und hey, why not? Ne? Warum immer alles in richtig und falsch und schwarz und weiß kategorisieren? Das ist viel zu anstrengend und viel zu langweilig auch. Okay, gut. Ja, mit diesen beiden Blümchen ist es eigentlich genau dasselbe. Naja, fast. Fast. Ich habe jetzt hier nochmal den Mauve. Gehe ich jetzt auch nochmal rein, weil hier hatten wir ja so ein bisschen Olivgrün noch mit einfließen lassen. Zack, zack, zack. Einmal rum ums Karree. Dann nehme ich nochmal Red Violet. Jetzt gehe ich aber tatsächlich auch hier nochmal mit dem Red Violet rein. Da hatte ich ja vorhin nur das Crimson verwendet.
von diesen kleinen Mini-Blättchen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, blind zu werden. Kannst du gerade noch mal gucken, wo ich da irgendwas hinmale. Und ich nehme noch mal Crimson Red. Einfach weil ich es kann. Und weil ich es mag. Jetzt überlege ich gerade, ob es noch Sinn macht, hier so ein paar kleine Extrapünktchen zu verteilen. Ob das, wie das wirkt. Ich habe jetzt hier mal den Art and Fly Gel Stift. Ob man das überhaupt sieht. Der
der hat den Vorteil, den kann man gut wieder ablösen, wenn einem das nicht so gut gefällt, was man hier getupft hat oder gehighlightet hat. Aber irgendwie ist das eh kaum zu sehen, obwohl er so, meine Lieben, ich denke, wir haben es vollbracht. Teil 7 ist fertig. Ich finde das Ergebnis ganz gut gelungen. Und wenn ihr das auch so seht und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich doch wie immer ganz, ganz riesig darüber freuen, wenn ihr mir das auch mitteilt. Also wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, wenn ihr mir einen Daumen hoch schenkt und meinen Kanal natürlich auch weiterempfehlt und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!